Thema Armtraining. Jeder weiß ja, der Arm ist immer das, was ein Bodybuilder als erstes zeigt. Wenn einer sagt, zeig mal deine Muskeln, dann willst du immer deinen Bizeps zeigen. Das ist einfach so. Deswegen sind die Arme natürlich Aushängeschild für einen Bodybuilder. Wer scheiße Arme hat, sieht scheiße aus. Ja, das ist einfach so. Deswegen, wie kriege ich einen dicken Arm? Wir haben so ein Thema, 45 oder 50er Arm. Ich habe einmal gehört, ein 50er Arm ist in der Öffentlichkeit ein Idiot, im Studio ist er ein Held. Deswegen 50er Arm finde ich das absolute Perfekte. Oder 45 cm ist ja auch schon sehr viel. Wie bekomme ich den? Ich würde jedem empfehlen, weil das Armtraining ganz wichtig ist, jeden Muskel nur einmal zu trainieren. Das heißt, einmal die Woche Bizeps, einmal die Woche Trizeps. Jetzt gibt es hier Leute, die sagen, ja, das ist zu wenig. Ich garantiere euch, wenn ihr eine hundertprozentige Qualität im Training habt, um wo ich den Bizeps trainiere, das heißt mit drei Übungen, sag jetzt mal 20 bis 25 Sätze in diesem Bizeps-Training und dasselbe für den Trizeps. Wenn ihr den nächsten Tag Rücken trainiert, habt ihr auch wieder Bizeps dabei. Wenn ich Brust trainiere, habt ihr den Trizeps dabei. Habe ich Schultern, ist eine Drückübung, habe ich wieder Trizeps dabei. Wann soll sich der Muskel erholen, wenn ihr jeden Tag oder jeden zweiten Tag Arme trainiert? Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr dem Körper genug Erholung gebt oder dem Arm gerade genug Erholung gebt nach dem Bizeps- oder Trizeps-Training. Das heißt, ich trainiere in der einen Woche meinen Muskel, Bizeps allein, Trizeps allein, dann gebe ich ihm eine Woche Regenerationszeit, um dann wieder zu trainieren. Dazu würde ich euch empfehlen, sehr schwere Grundübungen zu machen für den Bizeps, schwere SZ oder Langhantelcurls oder Kurzhantelcurls, Konzentrationscurls für die Höhe des Bizeps, im Trizeps zum Beispiel Dips oder enges Bankdrücken. Das sind so Grundübungen, die gehören absolut in jedes Training mit rein. Masseübungen, um einen dicken Arm zu bekommen. Mit der richtigen Regeneration, dann wächst jeder Arm. Unterarmtraining ist so eine Sache, wo ich auch in meinem Studio immer so ein bisschen einen Konflikt habe. Der eine trainiert Unterarme, der andere nicht. Ich bin eher ein Verfechter des Unterarmstrainings. Wie gesagt, genau wie der Oberarm trainiert wird, trainiert der Unterarm trainiert. Bei jeder Zug, bei jeder Drückübung habe ich Unterarm dabei. Und ich habe auch schon gedeckt oder vielmehr mitbekommen, wenn einer Unterarme extra trainiert, kommt es immer irgendwann eine Sehnscheidenentzündung gleich. Das heißt, der Unterarm wird einfach überstrapaziert. Deswegen meine Empfehlung, lasst Unterarmtraining weg. Wenn ihr das mal machen wollt, dann ist das schön, aber nicht in einer Häufigkeit, dass ihr das jede Woche macht oder jeden Tag. Einmal die Woche oder alle 14 Tage Unterarme, aber Oberarme auf jeden Fall. Und dann bekommt ihr auch den 45er oder irgendwann den 50er Arm, gar kein Problem.